dieser Grundlage, also dem europäischen Semesterprozess und diesen Regeln, die im Stabilitäts- und Wachstumspakt definiert sind, hat die Kommission in den Jahren 2011 bis 2018 die Mitgliedstaaten der Europäischen Union über 300 Mal aufgefordert, in der öffentlichen Daseinsvorsorge zu kürzen, also in den verschiedensten Bereichen, aber auch zum Beispiel Löhne zu senken, im Rentenniveau senken zu wirken und so weiter. Also das waren über 300 Empfehlungen, die Europäische Kommission ausgesprochen hat. Und 63 Mal allein hat sie diese Empfehlung ausgesprochen für den Gesundheitsbereich. Das heißt, 63 Mal sind die Mitgliedstaaten aufgefordert worden, entweder zu privatisieren, Teile des Gesundheitssektors, oder die Kosten massiv zu reduzieren, was natürlich insgesamt zu einer Verschlechterung der Situation der Bevölkerung führt, weil einfach die Gesundheitsvorsorge damit auf ein ganz niedrigeres Niveau als vorher gefahren wird. Und dazu muss man noch wissen, diese 63 Mal beinhalten noch nicht die ganzen Vorschriften, die die Troika sowieso vorgenommen hat. Das heißt, die Aufforderungen an Griechenland und an Spanien und so sind da noch gar nicht drin enthalten in diesem Zeitraum. Se ha puesto de manifiesto cuando ha llegado la pandemia el recorte que hubo en camas. En camas hospitalarias se ha recortado casi 12.000 camas hospitalarias. Esto es tremendo junto con el recorte de los profesionales sanitarios. Han sido unas cantidades enormes, 20.000, 30.000 o más sanitarios disminuyeron del Sistema Nacional de Salud. Y junto a esto, como decía, el deterioro de las condiciones de trabajo y de derechos laborales de los profesionales sanitarios ha sido muy importante también. O sea, hoy hay dos problemas, escasez de profesionales y mucha precariedad, que en algunos servicios de salud llega al 30 y al 40% de toda la plantilla de sanitarios. O sea, algo enorme, las malas condiciones de trabajo de estos profesionales sanitarios. Porque, como digo, antes de 2008, incluso hasta 2009, pues, aunque podíamos estar en un gasto sanitario por debajo de la media de la Unión Europea, pero teníamos, por ejemplo, una atención primaria muy fuerte, teníamos un modelo universal, en este país se atendía a todo el mundo, pero todo eso a partir sobre todo de las políticas de ajuste, no solo del recorte sanitario, que también, y políticas de austeridad que impulsó la Comisión Europea, fueron claves. Diese ganze Corona-Pandemie hat die Probleme, die vorher schon existiert haben in den Krankenhäusern in Deutschland, wie unter ein Brennglas hervorgehoben. Also weil die Frage unzureichender Personalbesetzung sowohl in den Funktionsdiensten als auch in der Pflege existiert hier bereits vorher. Wir hatten da ja eine heftige Diskussion auch im Vorfeld dieser ganzen Pandemie zu dem ganzen Thema Personaluntergrenzen, zu dem ganzen Thema bedarfsgerechte Personalplanung. Da liegen auch Vorschläge auf dem Tisch, schon seit längerem halt eben, auch im Bundesministerium, seitens Verdi und der Deutschen Krankenhausgesellschaft und den Pflegeverbänden. Diese Vorschläge werden derzeit nicht angepackt. Ganz im Gegenteil, das Ministerium hat ja in der Pandemie dann auch nochmal diese aus unserer Sicht unzureichenden Personaluntergrenzen in der Pflege ausgesetzt. So. Und gleichzeitig ja, es ermöglicht, dass jetzt Schichten gemacht werden bis zu 12 Stunden, was bekanntermaßen auch zu einer erhöhten Mortalität führen kann. Also wirklich Patientengefährdung, wenn nicht gar Patientengeschädigung ist. Und das ist das, was wir derzeit haben. Die Situation war vorher schlecht, sie ist eigentlich jetzt nochmal in der Pandemie verschlechtert worden. Ja, es gibt ja derzeit auch erste Studien darüber, die erforschen und versuchen zu erklären, welche Bevölkerungsgruppen insbesondere unter dem Ausbruch der Gesundheitskrise betroffen sind. Und ich kenne Studien aus Großbritannien, aber auch aus den Vereinigten Staaten, die deutlich machen, dass insbesondere die ärmeren Bevölkerungsschichten
häufig noch mit einer Migrationsbiografie massiv getroffen sind. Die Sterblichkeit zum Beispiel von Schwarzen in den Vereinigten Staaten liegt wesentlich höher als die Sterblichkeit von Weißen bei Corona. Das ist natürlich ein Ausdruck von Einkommensniveaus. Das ist ein Ausdruck von auch Gesundheitsvorsorge, die früher, also im früheren Leben stattgefunden hat. Und das ist ein ganz klarer Zusammenhang zwischen der Reichtumsverteilung oder der Einkommensverteilung gibt, auch in Bezug auf die Folgen der Gesundheitskrise, die jetzt zum Ausbruch gekommen ist. Und man muss, denke ich, ganz klar sagen, dass allgemeine Kürzungen in Gesundheitssektoren oder insgesamt in der öffentlichen Daseinsvorsorge immer zu Kosten oder zu Ungunsten derjenigen gehen, die natürlich auf einen starken Staat angewiesen sind, die darauf angewiesen sind, dass die öffentliche Hand, also der Staat, sie mit entsprechender Gesundheitsvorsorge auch verpflegen kann, ihnen aber eben auch andere Sozialleistungen zur Verfügung stellen kann, damit sie eben ein ausreichendes und menschenwürdiges Leben führen. Diejenigen, die hohe Einkommen haben, sind davon nicht so stark betroffen, weil die sich die Dinge halt dazu kaufen können. Am einen Ende sozusagen werden unsere Versicherungsbeiträge hergenommen, um die Krankenhäuser zu finanzieren. Und am anderen Ende werden Gewinne ausgeschüttet an Aktionäre. So, und das ist das gleiche Geld. Also das ist ja kein unterschiedliches Geld, das ist das gleiche Geld. Dass die Gewinne machen können in der Form, ist ebenfalls diesem Finanzierungssystem der Fallpauschalen zuzurechnen, weil die natürlich versuchen, mit den Kosten unterhalb dessen zu bleiben, was sie sozusagen erlösen über die Fallpauschale. Dann haben sie einen Gewinn gemacht. Se puede decir que la pandemia lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto toda esta escasez y debilidades del sistema sanitario público. Pues bien, como los primeros en sufrirlo, amén de todos los pacientes, o sea, además de todos los pacientes graves y afectados por el coronavirus, quien lo hemos sufrido hemos sido los profesionales sanitarios, obviamente. Y nos hemos tenido que enfrentar sin la suficiente protección. Esto ha sido tan tremendo, las cargas de trabajo y la falta de protección, que hemos vuelto de una manera muy diferente, pero hemos vuelto a protestar, a organizarnos. Die Proteste hat es ja vorher bereits gegeben, in einigen Häusern zumindest. Das war eine Bewegung, die jetzt seit etwa 10 Jahren sich entwickelt. Die hat vor etwa 10 Jahren ihren Ausgang genommen in der Charité in Berlin, wo halt das erste Mal in Deutschland ein Streik stattgefunden hat, nicht um Entgelt, nicht um Arbeitszeit, sondern um mehr Beschäftigte und bessere Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern. Seitdem haben wir etwa 14, 15 solche Tarifverträge auch über dieses Thema in Deutschland, meistens allerdings in Universitätsklinika. Diese Bewegung hat die anderen Krankenhäuser noch nicht komplett erreicht. Ich glaube aber, dass jetzt in der Auseinandersetzung um die Belastungen, die es ja jetzt gegeben hat, da ein neuer Schub entstanden ist. Und dass es durchaus sein kann, dass es jetzt auch mehr in die Breite geht. Hoffe ich zumindest auch. Weil wir brauchen diesen Pflegeaufstand ein Stück weit, damit, ich sag mal, die Dinge sich auch zum Guten auch wenden lassen. Dass es ein öffentliches Gut ist, Gesundheit, Gesundheitspolitik, dass es auch öffentlich zu finanzieren ist und dass es unabhängig ist von Interessen Dritter. Und das müssen wir ja gerade auch hochhalten, diese Unabhängigkeit. Die Frage der Patente, das geht eigentlich nicht, dass sozusagen auf wesentliche Arzneimittel Patente laufen, die dann beispielsweise halt eben den Zugang zu diesen Arzneimitteln in den Ländern des globalen Südens nicht ermöglichen. So, das können wir nicht zulassen halt eben. Die Frage Forschung und Entwicklung überhaupt. Wo wird geforscht, wo wird entwickelt? Es wird nicht wirklich halt eben in den Krankheiten oder zu den Krankheiten geforscht, die beispielsweise im globalen Süden nach wie vor riesengroße Probleme aufweisen. El sistema sanitario, como se sabe y es conocido, no influye en un porcentaje pequeño. Se habla del 11, del 12, incluso del 20%, pero habitualmente influye poco, quiero decir, en la salud de las personas. El resto, ese 80% o más, es una influencia directa de esas políticas que hacen los gobiernos
a todos los niveles, es decir, lo que llamamos determinantes sociales y de género. Es decir, nos influye más en la salud la política económica, las políticas de empleo, las políticas de vivienda, las políticas de todo lo que es la política educativa. ¿Con ello qué quiero decir? Que hay que interpelar a ese tipo de política. Was wir in den letzten Wochen und Monaten in der Europäischen Union oder in den Mitgliedstaaten gesehen haben, war ja, dass ganz bestimmte Berufsgruppen, also systemrelevante Berufsgruppen, die Gesellschaft überhaupt am Laufen gehalten haben. Ich denke, und die meisten denken ja zuallererst natürlich an die Beschäftigten im Gesundheitssektor oder im Pflegesektor, aber auch diejenigen, die den öffentlichen Nahverkehr am Laufen gehalten haben oder die uns mit Energie und Wasser versorgt haben, die tatsächlich jeden Tag in die Supermärkte gegangen sind, um da zu verkaufen, denen gebührt ja nicht nur unser Dank, sondern da müssen wir intensiv darüber nachdenken, wie wir deren Arbeits- und Lebensbedingungen auch verbessern können. Und das sind in dieser Auseinandersetzung darum, wie man zu einer öffentlichen, einer verbesserten öffentlichen Daseinsvorsorge, einer verbesserten tatsächlich auch Gesundheitsversorgung kommen kann, unsere Verbündeten an allererster Stelle, denke ich. Wir müssen davon ausgehen, dass wir natürlich um gesellschaftliche Mehrheiten streiten. Das heißt, dass nicht nur die Widerspiegelung der Kräfte linker Parteien in Parlamenten hier ausschlaggebend sind, sondern dass wir natürlich mit Gewerkschaften gemeinsam deren Interessen zu vertreten haben, dass wir aber auch weit in der Zivilgesellschaft, bis weit in die Zivilgesellschaft hinein gesehen haben, dass es eine ganz klare Zustimmung dazu gibt, deren Arbeits- und Lebensbedingungen auch zu verbessern und viel mehr in die öffentliche Daseinsvorsorge und den Gesundheitssektor wieder zu investieren. Das ist, glaube ich, eine der Kernlehren aus dem Ausbruch dieser Gesundheitskrise. Sistema sanitario debe ser sistema sociosanitario. En la, lo ha demostrado la pandemia, ¿no? ¿En dónde ha habido mayor mortalidad? En las residencias, en todo el mundo. En las residencias de personas mayores. Luego eso se ha de cuidar igual que el sistema sanitario, pero todas integradas en una red pública. Eso es básico. Y ya por último yo remataría que todo esto no es utópico. Todo esto hay dinero para hacerlo. De sobra, cualquier país europeo lo podemos llevar a cabo. Solo se requiere que, como no parece que los gobiernos muchas veces estén interesados, la movilización de la población es lo esencial para que esto acerque se cumpla. Yo creo que un programa así no se lleva a cabo si toda la ciudadanía no estamos luchando por ello, ¿no? O sea, ¿qué es esencial? La última palabra no la tienen las políticas de la Comisión Europea, con todo lo fuerte que es. No la tienen las políticas del capital. La tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Conscientes, luchando por un modelo alternativo. Aber ganz klar, muss natürlich dafür auch darüber nachgedacht werden, wie wir die, ich sag mal, makroökonomische Steuerung in der Europäischen Union, und das klingt total abstrakt, aber ich breche das runter, wie wir das verändern können, zum Beispiel in den Stabilitäts- und Wachstumspakt, der eben effektiv verhindert, dass Investitionen getätigt werden können, weil er eben ein bestimmtes Schuldenziel vorschreibt. Das heißt, eigentlich muss der überwunden werden, dauerhaft, damit die Staaten auch als eine Lehre aus dieser Krise sowohl in den wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau investieren können, als auch in die Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge und der Gesundheitssektoren. Und gleichzeitig müssen wir eine Debatte über den Stellenwert von öffentlicher Daseinsvorsorge in der Gesellschaft miteinander führen. Leider gibt es diesen Begriff öffentliche Daseinsvorsorge im Englischen und damit in der europäischen Rechtssprache nicht. Da spricht man von Public Services, also Dienstleistungen. Und Dienstleistungen unterliegen im Binnenmarkt natürlich auch den Wettbewerbsregeln, auch den Beihilferegeln, also den Staatsbeihilferegeln. Und ich finde, hier müssen Ausnahmen geschaffen werden, weil öffentliche Daseinsvorsorge dient der allgemeinen, zum Beispiel Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Da darf es nicht darum gehen, dass der billigste Anbieter den Zuschlag kriegt oder dass die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, zu privatisieren und zu kürzen, sondern geht es darum, dass Gesundheitsversorgung für alle vorgehalten wird, und zwar genau mit dem Bedarf, der in der Gesellschaft und in der Bevölkerung existiert. Und darunter geht es nicht. Krankenhäuser müssen nicht profitabel wirtschaften, die müssen die Leute gesund halten.